Moin Leute, Kralle hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallout 3. Wir beginnen an der Meresti-Station. Ich weiß nicht, ob hier was ist. Ich wollte nur mal kurz gucken. Und falls hier irgendwas ist oder wir irgendjemanden treffen, dann möchte ich das wenigstens mit auf dem Video haben. Auch wenn hier nicht allzu viel sein dürfte. Danach gehen wir mal kurz nach Megaton, geben Walter die etwas über 30 Altmetall, die wir gerade angesammelt haben. Und dann machen wir für Moira die Abwehrmittel-Stick-Probe. Drei haben wir ja schon getötet, drei Maulwurfsratten. Wir müssen aber 10 für die optimale Anzahl töten. Und falls ihr im Hintergrund ein Hähnchen hört, ein Gockel, der nicht aufhören kann zu kreischen. Tut mir leid. Ich würde ja wahnsinnig gerne das Fenster zumachen, aber meine Katze guckt so gerne aus dem Fenster raus. Und der Gockel hält einfach nicht sein Maul. Gut, hier ist nichts. Da vorne ist ein Feind. Ja, oh, nee, da gehen wir nicht hin. Gut, also einmal schnell Reise nach Megatown. Und lauwarme Abwasserrohre. Das heißt, danach ab zum Metro Station Farragut West und dann ab nach da unten laufen. Perfekt ausgeschlafen bin ich auch nicht. Nee. So, verkaufen müssen wir nichts. Wir müssen nur schnell zu Walter. Jetzt, wo ich weiß, dass dieses Ding wirklich tot ist, geht's mir schon. Der war ja, glaube ich, irgendwo hier oben. Ist er nicht? Dann ab hier rein. Ja, da ist er. Was? Ja, wie bitte? Interesse an etwas Altmetall? Na sicher will ich Teile kaufen. Was haben Sie denn für mich? Knapp 34. Nehmen Sie einfach alles. In Ordnung. Lassen Sie mich Ihnen Ihre Kronkorken geben. Boah, das hat fast zum Level abgeholfen. So. So, das war's auch schon. Dieses Hähnchen verleitet mich dazu, wieder ein häufiger Fleischesser zu werden. Jupp. Ja, los. Zack. Und wieder unseren relativ starken Unterhebelrepetierer. Wie weit können wir den reparieren? Ja, das lohnt sich. Oh, das lohnt sich immer noch. Lassen wir. So, wo sind sie jetzt? Ach, die Tellen Company. Ah, die soll sich erstmal mit denen da vorne streiten. Ich mache mir währenddessen etwas Schlafsand aus dem Auge. Uah. Mit einem Raketenwerfer und der andere steht da nur mit Fäusten. Da vorne haben wir nur die Talon Company. Oh, und der hat auch einen Unterhebelrepetierer. Ich würde ja gerne wissen, wie viel der noch hat. Ja, gut, er ist tot. Dann können wir uns jetzt mit der Talon Company anlegen. Verdammt nochmal, wie viel Schlafsand habe ich denn in diesem Auge? Das ist ja unnormal. So. Wo war der jetzt? Der hat von da unten irgendwo geschossen, ne? Jep. Hier drüben! Killt sie alle! Bang. Kopf. Haha. Da hat blutiger Tod zugeschlagen. Oh, sehr schön.
wollte irgendwas relativ weit hochbringen. Ich weiß nur noch nicht, was. wofür brauchte ich... Ah, verdammt. Kann ich... Nein, kann ich nicht. Ich wollte gerade auf dem zweiten Bildschirm. Ich glaube, für irgendwas brauchten wir Wissenschaft... Für irgendwas brauchten wir Wissenschaft 60. So. Bringen wir mal ein paar Sachen auf einen schönen Wert. Auch wenn das eigentlich... Das nützt gar nichts, wenn ich das so mache. Energiewaffen. Ach komm. Und kleine Waffen. So, immer von unten ab. Tierfreund hatten wir schon, ne? Ja, Nerdwood, Nachtmensch. Nein, definitiv nicht. Das ist auch ganz gut. So. Das war eine Wasser, so ein Wasserbestäuber für Pflanzen. Den man aber auch gut für eine Katze benutzen kann, die einfach nicht darauf hört. Nicht. Willst du es gleich nochmal machen? Was futtert... Oh Gott, ich, auf diese Katze muss man echt immer aufpassen. Tut mir wirklich leid. Dieser Kater, der... Naja. Er soll nicht die... das Mückennetz hochklettern, weil das dadurch kaputt macht. Und jedes Mal, wenn er es jetzt macht, gebe ich ihm einfach eine Ladung Wasser ums Fell. Kommando. Die Größe zählt. Nein. Mehr Kronkorken. Wie gesagt, wir werden irgendwann da drin schwimmen. Härte. Ich spiele ja schon auf schwer. Etwas mehr Schadensresistenz wäre da ja eigentlich nicht schlecht, ne? Das Hähnchen legt auch wieder los. Oh Mann. Was haben wir jetzt? Wir hatten noch nicht Kind im Herzen, ne? Doch, haben wir schon. Sonst wird sie ja noch irgendwo stehen. Verdammt, ich bin so aus dieser Liste raus, die ich mir hier zurecht gemacht habe. Ach, scheiß drauf. So. Bevor ich zu lange überlege. Dank der Nervkatze. Hat sich das eh schon alles etwas hinausgezögert. Und ich will hier eigentlich relativ schnell durch. Ich will ja zum Ziel, das ich noch nicht mal angetickt habe, ne? Nein. Oh Gott. Lauwarme Wasser. Übrigens, ne? Genau. Lauwarmes Wasser, irgendwas, irgendwas. Das haben wir weggeworfen mal. Das auch. Das will ich aber auch trotzdem noch nicht. Also entweder ist bei denen wieder Munition gespawnt. Oder das sind wieder zwei neue. Ich könnte auch schwören, irgendwo von hier unten wurde der beschossen. Ne, das sind Steine. Und das sind ja immer drei Tellen Company Typen. Wir haben bis jetzt nur zwei gesehen. Will ich darüber und die plündern? Ich glaube, ich will, ne? Ja, komm. Ach, rennen wäre jetzt so schön.
Das bisschen Strahlung, was wir hier kriegen, macht mir jetzt auch nichts aus. Sonne. Kriegen wir auch noch mal einen guten Blick darauf, wie wirklich kaputt diese Stadt ist. So, den Raketenwerfer will ich nicht. Der hatte eine Minigun, wieso hat er die nicht benutzt? So, und wo ist der dritte Talent Company Typ? Egal. Nicht zu lange damit aufhalten. Schwimmt da was? Oder ist das auch wieder nur ein Stein? Ach so, okay. Habe ich wahrscheinlich irgendwann mal weggeworfen. Ich hoffe, die Dinger despawnen auch noch. Das wäre blöd, wenn hier alles rumliegen bleibt. So, jetzt aber. Und für Leute, die sagen, geh doch mal dahin, da sieht doch, da ist doch irgendwas. Ja, ja, werde ich alles noch machen. Wird alles noch passieren. Wir haben ja noch viel, viel Zeit. Und wir werden auch noch viel Zeit hier drin verbringen. Katze. Ein Centaur. Ein widerliches Vieh. Na, wo gehen denn die Schüsse hin? Wo gehen die Schüsse hin? Danke. Da ist noch was Rotes. Ah, ein zweiter. Nee. Oh, das Ding macht Flash-Schaden. Das wusste ich nicht. Autsch. Gut. Zeit für ein Stimpack. Da ist noch was Rotes. Und was Grünes. Ich brauche Hilfe. Aha, gefunden. Oh. Moin, Herr der Supermutanten. Oh Gott, der nimmt ja gar keinen Schaden. Au. Nein! Oh, fuck. Ich dachte, ich könnte rüberspringen. Ah! Manchmal hört er einfach auf zu schießen. Wasteland Captive. Gefangener. Die Supermutanten haben die Gefangene für den Transport gefesselt. Die Stricke schneiden in ihre Handgelenke. Offensichtlich hat sie unter dieser Behandlung gelitten. Ihrem Schicksal überlassen. Nee, nee, sie losbinden. Danke, wer immer sie sind. Vielen Dank, wenn ich denke, was die mir antun wollten. Gut, alles, was ich ihnen anbieten kann, sind diese Vorräte. Ich weiß nicht, warum sie sie mir nicht schon längst weggenommen haben. Nein, du brauchst es dringender. Wenn Sie meinen, ich muss jetzt gehen. Nochmals, vielen Dank. Karma. So, Haarklammern. Die räumt auch erstmal auf. Ein Bett. Oh nein, es wird dunkel. Verdammt mich.
Transkript der Familie Keller. 5 von 5. Fuck. Das will ich jetzt noch gar nicht. Vor allem 5 von 5, ne? Ich nehme es mit, aber ich höre es mir noch nicht an. Oder, weißt du was? Ich kann es mir anhören. Ich kann es mir später einfach noch einmal anhören, ne? Daten, Notizen. Candace, ich bin's, Ralph. Sag Papa, dass ich auf keinen Fall den Weltuntergang mit ihm eingesperrt in einem verdammten Schrank verbringen werde. Du kannst meine Zahl haben. Sie lautet 6. Entschuldige mich jetzt bitte. Ich muss in einen Atompilz wandern. Noch eine schöne Massenvernichtung. Okay. Das ist komisch. Verdammt jetzt. Natürlich, genau jetzt wird's dunkel. Wenigstens sind die lauwarmen Wasserrohre unterirdisch. Dupont Station. Wieso ist das nochmal auf? Ich glaube, darüber komme ich nach Rivet City. Aber nach Rivet City will ich eh kommen, indem ich hier den Fluss entlang gehe. Aber Dupont Station, ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon aufmachen möchte. Also, ob ich die Location entdecken möchte. Ah, ich bringe das Hähnchen um. Na komm. Bevor mich die Meier lurks. Scheiße. Zu spät. Ha. Aber ich wechsle wieder auf das andere. Halt, war schon richtig. Na, 41. Na komm. Wie viel ist? Nice. Sehr schön. Hat geklappt. Also ich sehe jetzt wahrscheinlich noch weniger als ihr, weil bei mir scheint gerade noch die Sonne rein. Erhellt mein Zimmer leider noch relativ stark, wodurch alles, was dunkel ist, natürlich noch dunkler erscheint. Was habe ich denn hier entdeckt? Ach so, Anchorage Memorial. Nuka Break. Na nü. Guten Abend. Ödland-Junkie. Hey! Hey Mann! Brauchen Sie was? Vielleicht einen kleinen Schuss? Etwas Jet? Ich habe Jet. Auch Psycho. Sehen Sie mal. Nee, danke. Tschüss. Anchorage War Memorial. Ich glaube, in echt steht hier diese... na, was war es jetzt? Ach, man kann es leider nicht so gut sehen, ne? In echt steht hier doch dieses Bild, diese Statue von den Soldaten, die amerikanische Flagge aufstellen auf einem Hügel, das irgendwie auf einer der japanischen Inseln gemacht wurde. Also auch im Zweiten Weltkrieg. Das Anchorage War Memorial ist natürlich was, das in Fallout passiert ist. Das hat quasi das jetzt ersetzt. Aber ich glaube, das, was hier stand, war diese Schlacht von Iwo Jima. Oder was war das? Oder Okinawa? Weiß ich nicht mehr. So. Lauwarme Abwasserrohre sind direkt da vorne. Meine Katze ist zurück. Da muss ich rein. Alles klar. Lodge.
Abwehrmittelstick. Ne? Danke. Kaputt. Autsch. Sag mal. Blutpaket habe ich übrigens abgegeben, ne? Deswegen standen wir an der Meresti-Station und nicht in Megaton, wo ich, glaube ich, Schluss gemacht habe. Also die Aufnahme zu Ende gemacht habe. So, ich mach mal die lokale Karte auf. Genau, so, und dann da lang. Gut. Wir haben nämlich eben schon eine Kampfflinte gehört. Das heißt, hier ist nicht nur Geschütztürme. Du bist tot, Rechtskerl. Super. Ich hoffe, das passiert hier noch schnell genug. Wir brauchen einen Arzt. Wir haben hier einen blutigen Anfänger. Oh Gott. Sehr schön. So, Zielführungsparameter neu konfigurieren. So, falls der hier rumkommt. Kampflinte wäre, glaube ich, besser, aber ich will trotzdem die hier. Da geht er hin, der Kopf. So. Hat zwar nicht so viel genützt, aber was soll's. So, Schrotpatronen, Kampflinte nehme ich mit. Na, wir sehen doch, was da ist. Damit ich mich nicht aus Versehen selber in die Luft jage, mache ich es lieber so. Ah, verdammt, jetzt haben sie schon ein paar Maulwurfsratten umgebracht. Das muss ich doch machen. Was stand da gerade? Hier geht's nur hoch. Aber wir hören es ja auf jeden Fall rumflatschen. Das heißt, irgendwo hier sind auch noch ein paar Rattis. Flatsch, flatsch, flatsch. Ich habe nur gerade das Gefühl, dass ich irgendwas übersehe hier beim Erkunden. Und das möchte ich nicht. Ah, hi. Also der Stick ist super. So, hier geht's dann auch nochmal hoch. In einen Raum. Okay. Hallo. Sehr schön, wir haben es zwar erfüllt, aber wir gehen noch ein bisschen weiter. Jetzt sind wir hier. Jetzt machen wir das auch zu Ende. Aber großartig was mitnehmen kann man hier nicht, ne? Hier liegt nicht wirklich irgendwas rum. Auch wieder tote Rattis.
Man müsste ja meinen, ein Hähnchen... Ein Hähnchen würde nicht Rocksalt, der hat einen Namen, nicht irgendwie gewöhnlicher Raider 123. Hier sind eine Menge Minen. Holy shit. Und ja, er möchte wieder repariert werden. So. Oh, etwas bequemer hinsetzen. Ach, verdammt, jetzt habe ich hier schon wieder. So, jetzt bitte wieder. Verdammt. Egal. Ich habe wieder unwissentlich mein Textdokument auf der zweiten, auf dem zweiten Bildschirm runtergescrollt. Naja, man müsste ja meinen, das Hähnchen würde, oder ein Hähnchen würde nur morgens krähen. Nein. Leider nicht. Das blöde Vieh kräht rund um die Uhr. Rocksalz, Schlüssel, Schrotpatronen und Kampfflinte. Das finde ich ein bisschen nervig. Figuren ausblenden. Aber weiter hoch kann ich das nicht machen. Ist schon alles ganz hoch. Das ist zum Ausblenden, damit man halt nicht... Ich finde es ein bisschen doof. Naja. Oh, hi. Noch jemand? Na komm, wir schalten den erstmal aus, bevor er uns gleich überrascht. Oh. Ach, stimmt, kritische Schleichangriffe waren ja ein Ding hier in Bethesda-Spielen. Ist nicht so ganz meine Spielart und Weise. Dienstbuch der Elektronik. Reparieren. Wofür haben wir jetzt den Schlüssel gebraucht? Hierfür? Tatsache. 10 mm Schuss. Nee, das lohnt sich nicht. Energiezelle, Tonkorken. Ja komm, das nehmen wir auch mit. Und Vorkriegsgeld. Ja, war ganz in Ordnung. So, Schrotpatronen, Kampflinte. Was ist da drin? Ich will wissen, was in dem Dingens drin ist. Huch. Ne? Cherrybomb, Haarklammer. Whisky können sie behalten. Ein Vorkriegsbuch. Ich dachte schon, hier liegen Köpfe. Das ist Vorlobst. Ah, Zuckerbomben. Und ansonsten nichts. Hier, ach nee, hier waren wir auch noch nicht. Ach, natürlich. Hier müssen wir doch genau Drogen finden. Gut, Stimpaks sind jetzt, glaube ich, nicht unbedingt Drogen, aber trotzdem.
I don't want to set the world on fire. I just want to start